Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Need for Speed 2. Ich habe jetzt das nächste Rennen mal einfach offline gespielt, sage ich jetzt mal. Nämlich war das dieses, weil es da auch kein Auto gab, was für uns jetzt neu war. Das Ding ist das, ich habe jetzt auch dann, na, kann ich euch mal zeigen. Ach ne, Ort war ja richtig. Und zwar dieses verkackte Drecksrennen, sage ich jetzt mal, habe ich einfach abgebrochen wieder wie vorhin. Ganz einfach, weil die Strecke echt grässlich ist. Hässlich. Und hab dadurch wieder den dritten Platz in der Meisterschaft belegt, habe aber allerdings danach nichts mehr bekommen. Das ist jetzt, deswegen würde ich mit euch gerne mal kurz fix die Strecken durchgehen und mal schauen. Den müssen wir zum Beispiel noch fahren, das machen wir gleich noch. Die hatten wir aber alle, den hatten wir. Jetzt gucken wir mal kurz. Wir haben und zwar den McLaren. Na, den McLaren F1. Den haben wir hier auch auf dem Cover drauf. Den Ferrari F50. Den haben wir hier auch. Den Jaguar. Den Ferrari 355 hatten wir noch nie. Okay. Den Ford. Wo ist der Ford? Der Ford ist hier. GT90. Ja. Ford Indigo. Ford Indigo steht zum Beispiel gar nicht mit hier drauf, also wird es eins der zusätzlichen Fahrzeuge sein. Der Mustang Mach 3, den hat man. Das ist der Jaguar. Nehmen wir den Jaguar, dann Italien Design. Italien Design haben wir hier. Der Lotus GT1. Lotus GT1 ist dieser. Lotus Esprit. Das ist dieser. Den müssen wir noch fahren, wie gesagt. Der Ferrari 355 F1, den müssen wir noch. Den hatten wir schon. Der ist ja auch mit drauf abgebildet. Der Ford Mustang Mach 3 hatten wir schon. GT hatten wir schon. In was ist der Ra? Ah ja, ist der Ra. Das ist der hier, genau. Das sind die, die alle auf dem Cover sind. Der ist nicht auf dem Cover. Der ist nicht auf dem Cover. Komisch, einer fehlt trotz allem irgendwie. Das ist der C2. Doch, das ist der. Ist das der? Das ist der C2. Ne, den haben wir hier. Italien Design, Nazca. Ja, komisch. Auf jeden Fall haut das nicht ganz so hin. Ich würde sagen, die letzte Runde machen wir jetzt einfach noch mal. Ist das verändert? Ah, okay. Machen wir jetzt einfach noch mal den wir noch nicht hatten, nämlich den Lotus Esprit. Ich drücke immer die falsche Taste, das ist ja schrecklich. Automatik, machen wir Farbe Orange. Orange hat man noch gar nicht. Okay. Und Ort machen wir den Proving Ground. Machen wir jetzt zum Abschluss noch mal gediegen. 4 Runden. Und das würde ich sagen, machen wir so. Jetzt gucke ich noch mal kurz drauf, gibt es da vielleicht noch was Sinnvolles zu erwähnen. Die Strecken. Need for Speed 2, 80 schnellsten Autos, oder? Achtung. So, jetzt gucke ich noch mal. Also geteilter Bildschirm, ja, das war ja früher total geil. Und das wäre auch heutzutage noch geil, wenn es das noch geben würde. Ansonsten gibt es nicht mehr viel über das Spiel zu sagen. Ist eigentlich ausgelegt für Windows 95. Weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Aber so, jetzt fahren wir die Strecke nochmal. Mal gucken, wie wir mit dem hier abschneiden. Und da wird das jetzt auch die letzte Folge für Need for Speed 2 sein, weil mehr würde mir jetzt gar nicht dazu einfallen, hier noch zu schaffen, zu machen, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir mit der Karre verdammt langsam. Die Musik ist schön. Mir hat es sau viel Spaß gemacht. Die Strecken zu fahren, also das Spiel allgemein zu spielen, weil das einfach nur Kult ist. Wie gesagt, Need for Speed 1 werde ich auch noch irgendwann mal versuchen mit einzuschieben. Geht leider nicht als erstes, weil, wie gesagt, finanziell ein bisschen aufwendig. Größtenteils auch schwierig ranzubekommen. Schauen wir mal. Als nächstes wäre dann Hot Pursuit. Muss ich mal gucken, wie ich das schaffe und wie ich das zum Laufen kriege und alles drum und dran. Müssen wir mal sehen. Und ansonsten dann geht's halt in der Reihe weiter, ne? Gibt da zwischendrin noch PSP-Spiel und
PSP-Spiel, ja, ist richtig. Jetzt habe ich wieder das E-Mail-Postfach im Hintergrund nie ausgemacht. Bei der letzten Folge, verdammte Axt. Ja, mal gucken, wie wir jetzt mit dem hier abschneiden. Der fährt echt langsam. Position 6. Viel näher kommen wir gar nicht an die ran hier. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen, aber... Ja. Ich glaube, das wird nichts hier. Der Crash ist vor uns, okay. Na, hoffentlich hält er sich dran an seinen Namen. Ja, hier bei der Strecke kannst du verdammt wenig falsch machen. Oh, tschuk. So, ja. Ich hoffe, euch hat auf jeden Fall mein Let's Play gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr wie ich auf die nächsten Teile der Need for Speed Reihe. Wie gesagt, bis Carbon maximal. Carbon bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich es machen werde. Müssen wir mal schauen. Ansonsten versuche ich euch alles so gut wie möglich rüberzubringen, das komplette Spiel zu zeigen. Alles freizuschalten, was freizuschalten geht, wenn möglich. Und ja, das Spiel so gut wie möglich auszukosten auf jeden Fall. Früher war das Spiel, also 1997 war das Spiel echt der Oberhammer. Der Oberhammer. Wie gesagt, bei mir war es eher so, dass ich mit Hot Pursuit und Porsche und so was angefangen habe. Brennender Asphalt kann ich mich selbst jetzt gar nicht so dran erinnern. War ich wahrscheinlich noch zu klein für. Zu jung, sagen wir es mal so. Und ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall, wer es haben will, gibt es doch schon zu kaufen. In guter wie auch in schlechter Qualität gibt es das zu organisieren. Ich habe jetzt ein paar Euro mehr drauf gelegt bei der Version. Weil ich es eigentlich mit Papphülle haben wollte, im sehr guten Zustand, weil ich mir so eine kleine Sammlung nebenbei noch mit eröffnen wollte, was die Need for Speed Reihe angeht. Leider habe ich mich da irgendwie verlesen, da stand Jebel Case, da dachte ich, oh, Jebel klingt ja total episch und es ist, die CD-Zeiten sind schon eine Weile her, ich glaube, ich habe das ein bisschen verrafft. Jebel Case ist einfach nur in der normalen CD-Hülle ohne Papphülle, leider. Ich komme halt hier vorne nie ran, verdammt. Ich werde mir das nochmal organisieren mit Papphülle, dass das auch wirklich authentisch bei mir auf dem Regal stehen kann. Und die nächsten werde ich mal sehen, wie ich sie rankriege. Ich komme nie ran. Ich komme verdammt nochmal nicht ran. Es ist dann nicht die Wahrheit. Die wollen mich echt nie ranlassen hier. Die wollen mich nicht ranlassen, die Schweine. Klingt irgendwie falsch. Komm schon. Wenn's noch einen. Eine Kurve haben wir noch. Kriegen wir noch einen. Los jetzt. Ach verdammt. Ihr seid doch doof. Die wollen mich echt nicht vorbeilassen, die Schweine. So, jetzt sind wir im Ziel. Schade. Was ist denn, wenn ich hier lang fahre? Okay. Nix weiter. Gut, mit dem schaffen wir hier maximal nur einen sechsten. Schwierig. Gut, auf jeden Fall danke ich euch sehr fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat es sau viel Spaß gemacht, das Spiel erstmal zum Laufen zu kriegen, war schon so eine Sache für sich. Hat aber funktioniert. Ich hoffe, in der Aufnahme, wie gesagt, klingt es nicht ganz so verkehrt. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal ins Schnibbeln und so setzen und dann, ja, mal sehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wisst ihr ja. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss.